Und eine leere Flasche, die taugt auch nichts. Nein. Das ist jetzt meine Notzehrung. Ja. Wie schön. Und alle haben sind ziemlich weit unten schon. This will be straightforward. Toll, da lande ich hier, wenn ich einfach geradeaus weitergehe. So, jetzt bin ich bei 12. Bei 12 kann ich in die 16 gehen. Aber ich finde hier keinen Knopf, der irgendwas Sinnvolles macht. Also kann ich nur in die 17 springen. Und ja, ich habe das Gefühl, ich muss da durch. 18. War hier unten. Hier könnte ich nur noch 7 und 8. Was mich halt wirklich irritiert, ist das Ding da. Gehen wir mal zur 8 nochmal. Hier sind auch keine Knöpfe mehr zum Drücken. Okay. Hätten wir das Rätsel gelöst. Dafür muss ich jetzt wieder zu 17. Damit habe ich den Schlüssel schon mal. Okay. Machen wir das Ganze nochmal vorsichtig. Port 19 ist das hier. Nein. Nicht hier, sondern hier Port 19. Auch nicht. Port 19. Ja. Bringt mich noch 19. Und hier ist dann Port 20. Der mich hier hinbringt. 20. Ha! Wizards Wound Sphere. Augment Eyes and Prismatics. Healing Eyes heilt mehr Leben. Und magischer Pfeil wird zum Prismatic Missile abgegradet. Stuff Defense und Eismagie 10 sind benötigt, um dieses Ding zu benutzen. Ja gut. Wenn wir es mal gebrauchen können, aber wir sind hier endlich fertig. Drei, eins, zehn, elf, zwölf, 13, Ausgang. Das ist einer der beiden Schlüssel. Jetzt muss ich das Take Your Time Rätsel lösen. Das hier ist.
her hier. Okay. Hier steht nur Take Your Time. Wo war der zweite Schalter hier? Oh, es hat sich endlich was geöffnet. Okay. Ein bisschen was hat sich geöffnet, aber noch nicht viel. Oh, wo ist jetzt was zugegangen? Hier. Achso, das macht nur hier auf und zu. Das macht hier auf. Na, noch nicht hilfreich, außer ich überhöre gerade was. Und ja, ich drücke gerade wie wild auf den Knöpfen rum. Und krieg dabei einen halben Drehwurm. Oh, war hier schon immer offen? Nein, da war auf jeden Fall noch nicht schon immer offen. Also ja, durch das ständige Drehen jetzt gerade. Kann einem schon recht schwindlig werden. Wir müssen nur noch da rein und da drüben rein irgendwie. Also vielleicht, ich muss den Stein mal runternehmen. Ne, da geht nur immer die Tür da auf. Ich drücke jetzt mal nochmal alle doppelt in der Reihenfolge, in der ich sie so finde. Ah.
Hier war zu, hier war offen. Nein. Ja, das da oben kann ich so lassen, wie es ist. Da will ich eh nicht nochmal hin. Nein, wird es drauf umklicken, das bringt allerdings auch nichts. Mann, dass es nicht wenigstens einen kleinen Hinweis gibt. Außer ich übersehe ihn. Beispiel müsste ich auch irgendwie noch an den Knopf da rankommen. Und halt mit jedem Knopf, der dazu kommt, gibt es neue Möglichkeiten. Ja, und ich bin gerade ein bisschen konzentriert beim Überlegen. Außer ich nehme halt die beiden Brocken runter. Guck, die haben schon wieder volle Kanne Hunger. Dabei haben sie gerade vorhin erst jeder so ein Häppchen gegessen. Das gibt's doch echt nicht. Ja, hier kommen wir jetzt gerade leider nicht rein. Und solange die Druckplatten. Nicht betretbar sind. Solange die Druckkarten nicht belegt sind. Also habe ich hier gar keine andere Wahl. Und jetzt haben die beiden auch schon Hunger. Und vielleicht sollte ich nicht gerade jetzt bei den Rätseln essen, sondern später, wenn ich wieder bei Kämpfen bin. Wäre auch keine schlechte Idee. Nein, wie wild auf den Knopf zu hämmern, bringt nichts. Wenn ich wieder rausgehe. Wieder reingehe. Ist noch alles, wie es war. Es gibt halt nichts. Die sind halt alle mit Ranken übersehen. Ich kann dagegen kloppen. Bringt mir leider nichts. Ja, es liegt auch nirgends ein Zettel oder so rum. Auf dem irgendein Hinweis steht.
Ja, im Augenblick drücke ich gerade nur planlos Knöpfe. In der Hoffnung, dass was passieren würde. Wenn ich jetzt den drücke und den gegenüber drücke, vielleicht. Nein. Hat sich auch nichts getan. Es gibt keine Gitternummer, nichts. Ich kann die beiden drücken, so viel ich will. Das bringt auch nichts. Ich kann den da drücken und dann tut sich was.